Und ein herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy und Quiekel. Was? Warum stehst du mir die ganze Zeit im Weg? Wir stehen an einem verregneteren. Was haben wir für einen Tag? Tuesday, Dienstag. Für uns heißt das natürlich, dass wir heute nicht gießen müssen. Oh Gott, ich sehe die. Ja. Wir müssen mal kurz das gekochte Ei von der Folge zuvor verspeisen, weil ich habe gesehen, Energie war. Ne. Gut, das Pferd ist noch da. Warum bist du denn noch hier? Spirit! Ach so, ich verstehe. Warum? Eingezäunt alles. Ja, nicht so toll. Soll das ja eigentlich zurückgehen, aber wenn eingezäunt ist, wird schwierig. Daher kümmern wir uns jetzt mal hier um einen zentralen Zugang. Das heißt, den hier werden wir öffnen. Und dann kann Spirit auch entsprechend hier durch. Aber normalerweise wäre Spirit in die Scheune zurückgekommen. Gut, dann kümmern wir uns hier nochmal. Einfach mal kurz. Können wir eigentlich das hier offen lassen? Oder hauen uns die Tiere dann ab? Gut, du kannst theoretisch reingehen. So. Die Hühner müssen alle nämlich noch gefüttert werden. Wenigstens ist schon mal das Ganze umzäunt. Das heißt, es ist nur noch ein paar neue Grundstücke kaufen. Ja, Marvin, du kriegst ja dein Futter. Bitte schön. Aber geh mir jetzt bitte aus dem Weg. Gut, meine Lieben, ihr kriegt jetzt alle noch schön lecker Futter. Damit ich nächste Woche nicht so viel, nächste Folge nicht so viel zu tun habe, kriegt ihr auch noch hier Futter rein. Dann ist das gleich alles abgehandelt. Ja, Tim, du kriegst auch noch Butter. Super. Gut, dann sind die schon mal für 2 Tage versorgt. Ne, das wollte ich nicht. Komm, mach dich rein. Oh, heute ist Spoilertag. Stimmt, es ist Dienstag.
Oder besser gesagt, morgen ist Volotag. Dann einmal allen eine wunderschöne Massage geben. Ach nee, ich striegel sie doch nur. Ach ja. Noch so viele Steine übrig. Ich wüsste, was ich damit anfangen könnte. Aber erstmal tun wir hier die ganzen Tiere enttragen. Ich würde sagen ernten, aber das passt hier überhaupt nicht. Tiere versorgen. So, heute leider keine Spitzenmilch. Aber gute Milch ist auch akzeptabel. Kommen wir denn noch auf unseren Tausender? Du willst echt nicht rein? Mann, Spirit. Was mache ich nur mit dir? So, die sind alle noch nicht fertig. Aber sind alle gegossen. Haben wir eigentlich letzte Folge geguckt, dass wir oben die Blume bekommen? Wahrscheinlich nicht. Gucken wir halt heute nach. Da ist sie direkt schon. Sorry, Pferd. Beziehungsweise Spirit. Noch hier irgendwo was für die Energie da, oder? Ja, da oben. Nom nom. Bitter. Genauso bitter wie Kaffee. Ja, und es ist nicht so effektiv, mit ausgerüsteten Hammer zu laufen. Ich weiß das selbst. Ist mir aber gerade egal. Okay, ich glaube, energietechnisch sind wir an der Grenze. Und Pfeifen kostet auch Energie.
Abfahrt. Oder wie man eigentlich sagen würde. Hier! Was ist eigentlich, wenn wir ihr die Blume schenken? Wobei, wir haben doch noch Eier, oder? Ja. Wir haben noch ein Ei übrig. Gwen! Ist überhaupt nicht da. Gib mal her. Danke, Duke. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen Holz hacken. Auf meinem Grundstück. Ah, das kann man nicht. Okay. Was wir hier errichten können, noch keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Bestimmt. Natürlich ist hier was. Bisschen Holz gehackt. Umso näher kommen wir unserer neuen Haus. Ich habe nur Angst, dass jetzt heute mein Pferd krank wird, weil es die ganze Zeit draußen war. Oh, Quen ist da. Super. Hallo, Quen. Ja. Aber, bitte. Gut. Ciao. Gib mir nochmal ein Sandwich. Komm, mehr Energie. Maximale Energie. Sorry. Da ist mir die Fantasie durchgegangen. Mit einer Menge Fantasie. Oh Gott. Ich schaue zu viele Videos.
Barrett. Barrett schläft. Wird hier noch viele Bäume fällen. Selbst wenn es noch so spät wird. Super. Super Leistung. Ist gefühlt mein Privatstrand. Ist gleich hier unten auch. Zwei Korallen. Der ist irgendwie nicht so gewachsen. So, wir haben hier so ein ganz großes Grundstück noch. So viele Bäume, die noch gefällt werden müssen. Krass. Bring Spirit kurz zurück. Der geht ja auch selbstständig jetzt endlich mal rein. Und auch langsam Zeit. Ja, wir wollten eigentlich Regenbogenforellen wieder angeln. Das wird wieder mal nix. Und ich habe eindeutig zu viel Geld ausgegeben. Ja komm, wir können dennoch probieren zu angeln. Ah ne, warte, die Energie ist low. Wäre jetzt eine dumme Idee. Dumme Idee. Reicht für heute. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Egal, wann ihr euch das hier anschaut. Und ciao, wow. Gute Nacht.